Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Monster Train. Und bevor es losgeht, noch ein kleiner Hinweis. Wenn euch meine Videos gefallen und ihr mich und meinen Kanal gerne unterstützen möchtet, dann könnt ihr das natürlich wie immer gerne mit einem Abo tun. Aber noch besser ist natürlich, wenn ihr das über die Patreon-Seite macht. Und den Link dazu werde ich euch natürlich dann in die Videobeschreibung einfügen. So, jetzt geht's aber los. Denn wir spielen heute den letzten Stamm, die schmelzenden Relikte, die ich euch hier gerne vorstellen möchte. Das sind diese hier. Ja, und wie erkläre ich das mal? Ein Problem von denen ist, sage ich mal. Ja, wie erkläre ich das? Die haben Vorteil davon, wenn andere sterben, müssen selbst aber teilweise am Leben bleiben. Man müsste sie also kombinieren mit irgendwelchen Einheiten, die schnell sterben. Jetzt kann man sich sagen, hey, Moment, letztens hatten wir doch hier diese Umbras. Die wären doch perfekt, diese ganz kleinen Dinger da. Die werden doch eh geopfert. Ja, Opfern zählt nicht. Die müssen schon richtig sterben. Stygische Wache kommt eigentlich auch nicht in Betracht, denn auch die müssen lange leben. Die Erweckten, die bauen darauf, dass sie auch möglichst am Leben bleiben. Und wieder komme ich hier zu den Höllenhörnern und denke dabei vor allem an die kleinen Kobolde. Und das möchte ich gerne versuchen, schmelzende Relikte auf Opferung aufzubauen. Vielleicht im Hintergrund ein paar Höllenhörner, die mächtig draufkloppen können. Und vorne die kleinen Kobolde, die ihre geilen Fähigkeiten wirken. Weil die schmelzenden Relikte alleine sind doch recht schwach, brauchen allerdings nicht viel Platz, das ist der andere Vorteil. Gut, wir schauen uns das mal an. So, Zehren, also diesmal nicht gegen Zauber, sondern gegen Kreaturen, finde ich einfacher. Bitte gebt mir den guten Stadt. Ernte, genau, das ist die Fähigkeit. Man kann ernten, das heißt, wenn eine Einheit stirbt, passiert was. Oder verrechnen, am Ende des Zugs passiert was, da kriegen wir zwei wieder. Ich möchte versuchen eigentlich darauf zu spielen, dass sie eh wiederkommen, mehr oder weniger. Ich möchte es gerne mit der Ernte versuchen. Wir brauchen auf jeden Fall auf jeder Ebene einen, der erntet. Ansonsten wird das wohl nichts. Drei magische Kraft, jetzt überlege ich. Ja, es gibt einen guten Zauber bei den Relikten und wir haben jetzt die Höllenhörner. Ja, bringt's. Dann machen unsere kleinen Feuerdinger jetzt ein bisschen Schaden. Rüstung können wir nicht gebrauchen, weg. Nicht am Anfang. Wir sind aktuell sehr schwach. So, jetzt überlege ich, wo spiele ich dich am besten. Wenn eine Einheit auf dieser Ebene stirbt. Das heißt, am besten dich dahin, dahin. Ja, und geben wir dir noch hier gleich mal ein Def dazu. Zack. Hab ich nicht nachgedacht, wir haben jetzt Schadenzauber. Mit denen kämen wir viel weiter. So. Hauen wir wieder einen von denen dahinter. Der stirbt mich nicht, wenn der durchkommt. Das ist mir maximal egal. Zack. Zack. Macht Schaden drauf. Einziger Vorteil ist, wenn er jetzt halt drauf geht, wird er stärker. Und dadurch, dass der halt irgendwann ausbrennt, das ist die Fähigkeit von denen, sterben sie nach einer gewissen Zeit quasi, wenn der doch drunter gekommen ist, wortwörtlich. Den heben wir jetzt noch auf. Der stirbt eh. Dich brauchen wir nicht. Dich bearbeiten wir ein bisschen hiermit. Gut ist. So, jetzt können wir ruhig das verwenden. Den dahin. Der hat vier Angriffe. Lass mich kurz überlegen. Zack, den steht. Spielt keine Rolle. Dahin. Auch noch ein bisschen Schaden direkt drauf. Und dann ist jetzt schon vorbei. Die ersten Runden sind ja auch immer relativ unspektakulär. Erlöschen. Fügt der Vortragsgegner eine 50 Schaden zu? Ja, das ist auch nicht schlecht. Brauche ich nicht. Gut. Sprengstoff. Ja, Kobold. Selbst wenn er jetzt Mist macht, wähle ich den. Einfach nur, weil ich möchte, diese Taktik fahren möchte. Was ist das? Höllenhörner. Irgendeine Einheit bräuchte ich jetzt langsam schon. Nur mit meinen Helden aktuell. Ja, versuchen wir es.
wenn du drei guter Verbündete aneinander geht, dann verteidigt er jetzt erstmal irgendeine Ebene. Die machen wir dann aber flink, Leute, ja? Eigentlich wäre der flink natürlich auch geil. Ja, und jemand, der viel HP hat, können wir höchstens einen von denen zu einem Tank machen. Bei denen, die Ausbildung haben, bringt das, finde ich, mal recht wenig. So, genische Nicht-Boss-Einheiten erhalten plus 4 Angriff. Okay, versuchen wir es mal. Sei nicht eile, ne? Dornen. So, hier ist jetzt wieder ein Problem. Wie mache ich es? Ich glaube, ich mache so den dahin. Dann machen wir den kaputt. Dadurch triggert das. Der hier wird uns angreifen. Er wird den töten, dadurch triggert der Schaden, dadurch stirbt er auch, dadurch kriegt er zweimal den Buff. Und dadurch habe ich jetzt ganz viel geredet. Mal gucken, ob es klappt. So. Na, war doch in der Theorie gut gelaufen. Jetzt muss ich nur hinzu einen Schadenszauber ziehen, dann läuft das. So, du kommst dahin. Und dann. Und den brauchen wir noch auf Vorrat. Gut, kurze Atempause. Auf jede Ebene von denen ein. Ansonsten kann ich jetzt nichts Sinnvolles machen. Schadenzauber, Schadenzauber, yay! Perfekt ist, dass ich den gezogen habe. Das wird geil. So. Ich glaube, es hat sich schon auf dieser Ebene erledigt. Ja. Wir rocken. Oh ja. Und das war doch auch geil. Reformieren eine Einheit, verbessere eine Verbündeinheit mit plus 5. Reformieren war, wieder hochnehmen. Okay, brauchen wir am ehesten. Zweimal x Schaden zu plus 3. Ist auch nicht schlecht, aber... Aha, wir haben wieder einen Kobold. Ich hoffe, dass wir so einen Transzendent-Kobold ziehen. Und jetzt habe ich eine geile Kombi. Wir haben noch einen Ernter gefunden. Nett. Da können wir jetzt schon mal zwei Ebenen abernten. So, Klutasch hat keinen Schaden genommen. Ich gehe hier lang, ich kann was kopieren. Ganz ehrlich, ich kopiere den. Denn das ist eine ziemlich geile Sache. Ich gehe davon aus, dass wir sowieso noch einen Ernter ziehen. Erhalte 5 Wut. Oh, 5 Wut ist auch schon wieder ganz schön krass. Das sind 10 Angriffe, auch wenn das runterzählt. Doch, den nehmen wir mal. So. Wir verlieren Gesundheit, hoffen auf Artefakte. Nein, nochmal. Nein, nochmal. Okay, 50%. Hat immer noch nicht geklappt. Glück lässt grüßen. 75%. Klappt auch nicht. Ich finde, jetzt sollte ja 100% kommen, aber nein. So. Wenn du eine Karte ziehst, werden die Kosten zufällig zwischen 1 und 3 festgelegt. Zieh dafür jeden Zug aber 3 Karten mehr. Vergesst es. Ich brauche meine ganzen super billigen hier bei denen. Ja, jetzt habe ich ordentlich Schaden gekriegt dadurch. Aber das ist nicht schlimm, wir können ja irgendwann wieder Glut finden. Bomben haben Schadensschild, das heißt, das wird schwer zu umgehen, da sollte ich sowieso ein Opfer vorne hinsetzen. Okay. Das ist doch eine geile Kombo. Du kommst hier hin und dann BAM! Buff, buff, buff! Den sitzt direkt gleich mal dahinter für die Zukunft. Oder? Nee, wir nutzen erstmal den. So. Ha!
Okay, da oben bräuchte ich ein Opfer. Hier muss ich dort Schaden reißen. Hier haben wir uns den nächsten Ernter schon mal definitiv hin. Das sind allerdings nur 10 Schaden. Nö, Opfer bringt uns ja hier quasi was, der kommt dahin. Eine Einheit auf dieser Ebene stirbt. Ja, wisst ihr was, wir können ja so verhindern, dass er Schaden kriegt, da der Flink hat. Dann rocken wir noch mehr. So. Gut, irgendwo müssen wir ein bisschen Schaden einstecken. Ja, also, könnte ich alles gleichzeitig beschützen, das klappt nicht. Die hat nur 2 Angriffe, das heißt, den kann ich durchaus als Opfer für die Bombe nehmen. Da ich ihn mit Schaden eh schlecht wegkriege. Du kommst so ganz normal hinter. Schaden. Habe ich nichts von. Weil der eh drauf geht, machen wir direkt auf dich. So. Ja, läuft doch. Wir kriegen das hin. Zuerst noch dich als Opfer. Du sowieso als Opfer. Jetzt muss ich überlegen, der greift an, der rockt. Nehmen wir noch hinten einen rein. So, und eine Einheit kann ich noch reformieren, das mache ich auch. Das heißt, quasi wieder auf die Hand nehmen. Ausbrennen und Flink. Nehmen wir dich wieder. Weil der Witz ist, das stapelt sich. Das Flink. Und du kommst hier hin. Ach, das ist geil, wenn es klappt. Wie gesagt, die sind sehr schwer zu spielen. Es gibt hier einen, den finde ich so geil, aber ich habe jetzt schon die Hoffnung aufgegeben, den zu ziehen. Den braucht man am Anfang, sonst klappt es einfach nicht. So, der Witz ist, ich habe keinen Platz, um den zu schützen. Plus 16? Ich überlege nur gerade. Der greift den an, der geht kaputt. Der kriegt 4 Schaden. Ich könnte es verhindern. Ich muss nur beide drauf spielen. Ja, bringt auch was. Oh cool, das galt auch als Kill. Wusste ich nicht. Cool. Ungeplant, aber gut. Ich weiß gerade gar nicht, woher ihr die Wut habt. Muss ich das tun? Ja gut, ne? Okay, erstmal dich wieder. Dann pack mal dich dahinter, das reicht dann. Und hier knallen noch einen rein. Entschuldigung, so. Und dann hab ich die Sache auch gegessen. Yay, wieder einer. Füge der Vortrotzen gegen 10-mal so viel Schaden zu wie verbündete Einheiten in diesem Kampf schon sind plus 3. Ja. Verbrauch Kartenpfand der Hand und nimm eine Harzwachser-Einheit. Nee. 2-mal Wut und 2-mal Rüstung. Na. Dann eher das. Brauche ich nicht. Angriff verbündete Ausbrennung in Einheiten 3 Wut. Brauche ich gar nichts von. Nö. Nehmen wir nichts. Das brauche ich, ja. So, das ist ein geiler Pfad. Gold, Glut, Artefakt. Bei jeder Anwendung plus 3 Stapel ausbrennen. Es wäre gut, wenn ich... Ich will eigentlich, dass die sterben. Ich brauche was zum Wiederbeleben. Ernte. Oder wir machen... Wisst ihr was wir machen? Wir kombinieren den. Der ist jetzt zwar nicht ganz so stark.
Aber dann kriegen wir auf jeden Fall immer wieder ein paar Einheiten wieder. Und die brauchen wir auch dringend. Nicht Bosserhallen plus 6 Angriff. Müsste gehen, indem ich halt wieder kleine Opfer. Ich habe jetzt ja genug Kobolde und die müssten auch wiederkommen dadurch. Eile, ne? Muss rechnen. Wenn ich dich spiele, dahin, den spiele, der geht drauf, der kriegt 50 Schaden. Du killst ihn, sind 60 Schaden. Müsste gehen, ne? So. Und theoretisch trefft ihr beide dann aufeinander. Mal gucken. So, stirbt der eh hier? Hat. Nee, dadurch hat er mehr. Nein, wenn ich den spiele, sterben die beide auch. Gut. Du kannst ja schon mal hier ein bisschen sammeln. Und kurz überlegen, wie ich es mache. So dürft es auf beide sterben, ne? Yeah. Liebe, wenn das funktioniert. Also aber direkt so. Dann sparen wir uns noch ein bisschen Schaden. Ich müsste den sogar hochstellen, dadurch, dass der seine Fähigkeit hat. Falsch umgespielt. Egal. Doch, da ist Platz. Irgendwo da hinten. Da, seht ihr? Okay. So, du kommst wieder da hin. Ja, und ihr kommt schon mal vorwärts vor hier hin. So, damit der stirbt. Damit ihr rockt. Oh. Hoppla. Das hatte ich auch noch nicht. Okay. So, um das zu verhindern. So, du bist eigentlich auf die mittlere Ebene, da ist auch kein Platz. Okay. Genau. Tja, mach mich doch mal unglücklich, ne? 140 plus 3 für alle. Okay. Ja, okay. Geile Nummer, ne? Cool. Ist auch gut gelaufen. Ja. Ich weiß gerade gar nicht, was sagen soll, so gut läuft das. Alle Debuff und alle Buff. Reformiere zwei zufällige Verbündete, endlos auf eine verbündete Einheit an. Ja,
Für eins ist das ziemlich geil. Koboldopfer, halte 2. Ja, her damit. So, rechts gibt es Artefakte. Hier können wir nutzlose Einheiten wegnehmen. Der Witz ist, dass. Also, so viel brauche ich nicht. Einer weg. Und dann noch einer von euch weg. So. Ruffähigkeiten werden wir jetzt mal auslösen. Ja, ist gut. Wir versuchen auf Kobolde zu spielen. Entferne Verbrauch von den Zaubern, erhöhe seine Kosten. Wende endlos auf einen verbündeten Einheiten. Machen wir gleichzeitig wieder günstiger? Oder? Da das vielleicht ist, bringt das hier am meisten. Zu Beginn des Kampfes Einheiten auf jeder Ebene. Sehr gut, wir wollen ja ernten. So, bei euch ist ja der Witz, ihr solltet möglichst gleichzeitig sterben. So, kriegt halt unsere Höllenflut mal ein bisschen Schaden. Das wird ja schon gefallen. Ja, das ist alles. Gute Höllenflut. Oh, hoppla. Die haben ja Spindel. Ja, ja, das ist das geile Dampfventil. Das ist gemein. Ich will den ja am Leben lassen. Rauchen tue ich dich eigentlich nicht, ne? So, da von mir habe ich nichts. Aktuell. So, hier oben ist alles clear. Kobolddorfer würde ich gerne machen, hab allerdings keinen. Huch, nee. Okay. Guck mal. Oh, hoppla, aus Versehen gestorben. Nee, war geplant. So. So, jetzt wird langsam Zeit, den Kumpel davon zu schützen. Der ist hier am Südkreuz. So. Okay, hauen wir mal raus. Okay.
Ja, hat leider nicht ganz gereicht, aber okay. Muss halt mal passieren. So. Memento Mori hauen wir am besten hier raus, ne? Zack. Okay, gucken wir mal. So, hier müsste jetzt auch nicht gekloppt werden. Da oben mache ich mir keine Sorgen, einer stirbt. Der andere greift halt einmal an, was soll's. Ja, ich würde gerne endlos auf einen ansetzen. Pass mal auf, der macht nichts hin. Zack. Du bist jetzt endlos, ich brauche ihn nämlich gleich. So, und hier ist fast alles voll. Da der Schaden macht einfach so ein bisschen nervt, deswegen machen wir den weg. Du kommst dahinter und dann ist gut. Ah ja, der macht der Flasher. Stimmt. Deswegen ist das unangenehm. Schade, dann hilft mir mein Starker jetzt ja auch nicht. Der wird quasi einfach weggerockt. Durch den Flächenangriff mal wieder. Könnten wir uns denn einen sinnvollen wiederholen? Könnten wir mal einen Sprengstoff uns holen. Aber wir haben gar keinen Platz, sehe ich gerade. So. Gut, muss er uns jetzt retten. Bringt das Kobold-Opfer was? Ja, der kann nur einmal spielen. Witzigerweise, wir können es ja jetzt auch wiederholen. Ich würde so vorschlagen, dass wir das machen. Wenn die drei Wut sind... Doch, das bringt schon was. Müssen wir mal überlegen, wie wir es machen. Ich glaube, doch, es wäre schon sinnvoll, wenn ich den mit ins Boot hole. Ja, und damit. So. Genau, hat doch perfekt geklappt. Ja, Flächenschaden ist, wie gesagt, immer ärgerlich, finde ich. Ohne sie zu töten. Hm. Der Relikt wird's auch geil. Allerdings, mit unserem Schadensbonus ist das wachsende Schwert krass. Das kostet zwar 2 Mana und macht dafür nur 8 Schaden. Aber wenn man damit was tötet, wird es immer stärker und Mana hat mir aktuell genug. Ja, wir spielen auf Imps, also holen wir uns auch eine Koboldkiste. Oh, das wird eine spannende Partie. Ich kann nicht vorhersagen, was passiert. Wir gehen auf jeden Fall links rum. Können wir Artefakte kaufen, Geld haben wir. Schauen wir erstmal in die Eishöhlen. Ja, aber hiermit machen wir 5 Schaden und kriegen trotzdem noch Geld dafür. Läuft, nehmen wir. Ich muss so kurz schauen, wann wir wieder auf den Händler treffen. 1, 2, 2. Das heißt, wir müssen noch nicht wirklich alles ausgeben. Wenn eine Tropfeinheit stirbt, passiert ziemlich oft bei mir. Nehmen wir mal. Ja, schreib hier, das verrät, das finde ich jetzt nicht so toll, aber kommt. Wir kriegen genug Kohle.
Und dann ziehen wir sie nicht auf jeden Fall nochmal, also. Multischlag und Wut für Alabasterwachen, okay. Ja, hier wird es so spannend, wo wir am besten Wasser spielen. Beispiel. Spiele stehen. Muss ich noch was zum Opfern hinlegen? Das ist kein Problem. Sinnvollste Reihenfolge ist die hier. Leider nicht mehr genug Mana für den Matschhühn. Also hauen wir es auf die drauf. Gemein ist jetzt wieder. Wir müssen das wieder alles oben aushalten. Allerdings haben wir eine Lösung. Wir machen von dem raus. Wir müssen nur noch einen Kernangriff aushalten. Das kann der machen. Hier können wir ihn doch bloß mal rundspielen. Der hier, der kann wieder geopfert werden. Falsch rumgespielt. Hätte es so spielen müssen. Ja, das jetzt ein bisschen. Gut. Ja, und hier kommt quasi ein Blocker hin. Dadurch, dass die Herzwachs jetzt down stirbt und jetzt immer wieder ziehen, haben wir quasi immer genug Mana. Das ist ziemlich geil. Das stört uns weniger. Das gefällt uns zum Beispiel so. So, zum Reformieren habe ich eh nichts. Bis dahin. Schaden zu und bekomme Geld. Wenn sie stirbt. Einer gegnerischen. Na gut. Ich überlege noch gerade, wo es hinspielt. Da oben hat die ja noch keine Bedeutung, keinen Zweck, keinen Sinn. Allerdings müssen wir hier ein bisschen Schadenspotenzial rausholen. Ich angriff halt meine 25, das heißt, der hält eh 2 aus, egal wie ich es mache. Gut, bringt nichts. Einmal müssen wir Schaden einstecken. Durch die Alabasterwachen halt ist da ein recht starker Schutz mal da. Ja, das da oben kümmert mich quasi null. Der eine brennt eh aus hier, das heißt, haben wir keinen Zweck. So. Füger Schaden zu besiegen, höre den Schaden da auf dem 3. Das muss ich auch nicht auf den eigenen von mir spielen. Der geht ja eh gleich drauf. Zack. Ist die Karte verstärkt. Die machen sich hier am sinnvollsten. Memento Mori. Ja, warum nicht? Gedenken wir des Todes. So, dann kommen wir schon mal einmal direkt durch. So, du bekommst jetzt endlos. Der kommt hier hin. Koboldkiste. Mal gucken, was ziehen wir für welche. Rüstung und Flächenschaden. Ich brauche ich nicht mehr. Deswegen kann ich auch opfern. Zack. Ja, die Frage aller Fragen, bis wohin gehen wir? So, machen wir es mal so. Ach ja, der ist der Flächenschaden-Typ, hab ich gar nicht an gedacht. Einer der Bösen.
Ja gut, wir sehen, der rockt ja eh alles. So, die... Nee, Moment. Du bist endlos. Dich will ich auch noch gerne auf endlos. Dann habe ich jeden Zug euch. Zack. Koboldopfer. Den Effekt hast du gewirkt. Ich brauche dich nicht mehr zwingend. Ja, den könnte man da oben jetzt gebrauchen, ne? Ich versuch's. Ah, wir haben so wenig Platz. Können wir nur eine Einheit haben? Das, ja, das ist mir zu kritisch. Naja, gut. Dann halt nicht. Ja, das war wieder... Flächenschaden mit Wut, das ist halt einfach nur geil. So, ist egal. Der opfert sich eh dafür. Fügt der futtersten gegnerischen Einheit. Es wäre so schön, wenn wir bis da hinterkämen. Aber gut. Man kann nicht alles haben, man muss es nur akzeptieren können. Der brennt eh gleich aus, also spielt keine Rolle, ihn auf der Hand zu halten. Es geht auch nur auf Gegner. Zack. Achso, sie ist jetzt schon richtig mit dem Kampf? Nee, oder? Nee, noch nicht, aber gleich. So, jetzt ist es richtig. Bam. Schnell. Moment, haben wir noch was Cooles? Ich könnte eine Einheit reformieren. 240 Schaden nur allein dadurch nehmen. Wisst ihr was? Das machen wir tatsächlich sogar. Reformieren den. Dann bufft er noch alle. Einmal einen Schaden hier drauf. Muss wieder hier hin. Und die Sache ist gegessen. Puh. Ja, die Taktik klappt irgendwie. 125 Schaden zu wie Kobel in der Index sind. Okay, haben wir hier. Erlöschen. Nimm eine zufällig besiegte verbündete Einheit zurück auf die Anfahrt des. Ja, ist okay. Platz. Wer damit immer mehr Platz. Artefakt hat Vorrang. Deswegen gehen wir hier lang. Aha. Ja, dann sind sie halt ein bisschen stärker. Ich weiß nicht so genau, was mir das hilft, aber gut. Verbrauchbare Karte der Höllenhörner, der erweckt nur das stygischen Wache. Zieh im nächsten Zug drei Karten. Ja, ist gut, her damit. So, eine Karte kopieren. Können wir direkt sogar die fast nehmen? Wachsendes Schwert. Ja, das müssen wir halt sehr oft spielen. Ich glaube, ich nehme die Koboldkiste. Wäre natürlich krass, wenn wir halt entsprechend den Transzendent-Kobold noch hätten. So, reformiere Zeit 2, verbessere sie, ne? Ne, wir machen es so, dass seine Ernte besser wird. Siegel des Himmels, geh noch in den Nicht-Boss ein, stellen ihre gesamte Gesundheit wieder her, wenn sie in Eben aufsteigen. Ist mir zu gefährlich. Wir könnten das Geld gebrauchen, ja, aber es ist einfach zu gefährlich. Ach. Du machst einen schönen Brand, ne? Mit Flächenschaden. Erlöschen wir den zufällig besiegte verbündete Einheit zurück auf die Hand, verbessere sie. Ja, dich könnten wir später als sinnvoll spielen. Cool. Ja, das wird jetzt ein riesiges Problem. Genau deswegen.
gut, der kann ruhig durchkommen, das stört mich relativ wenig. Was mich stört, ist, dass ich wieder kein Mana besitzen darf. Deswegen müssen hier Leiter raushauen. Das Problem ist, das können wir jetzt nicht so oft machen. So schöne teure Karten, in Anführungszeichen, können wir nicht mal spielen. 35, ich muss den jetzt noch 5 noch runterbrechen, damit wir keinen Schaden kriegen. Das heißt, du vernimmst hier. Füge 5 Schaden zu, ja. Das ist dann du wahrscheinlich. So. So, merkt, ich komme jetzt dran langsam zu dem Bereich, wo ich ein Problem kriege. Einen muss ich noch. So, dich können wir retten mit dem. Oben kriegt man minimal Schaden, geht nicht anders. Dich hier noch mal packen und dich hier. Ja, ja, kommt den Zug, ich weiß leider, ich weiß. Steht da drauf. Nächsten Zug für mich also quasi ohne Mana. Damit haben wir noch nicht gerechnet. Ziehe im nächsten Zug, nächsten Jahr. Nächsten Zug kann ich sogar vielleicht was machen. Wenn mir die Götter hold sind. Ja, dafür, dass ich nicht ohne Mana quasi spiele, halte ich mich für nicht gut. So. Kann ich nicht verhindern. Ich hoffe mal, dass mein Höllenblut nicht Blutentzug leiden kann. Gut. Das wäre auch massiv und böse. Was natürlich nicht heißt, dass man ausschließen kann. Ich überlege gerade, was ich spiele. Ich nehme die Vatin erstmal. Thank you.
Okay, hauen wir mal raus. Ja, dann war halt wenig HP in der Trampe. Okay, pass mal auf. Der. Den tun wir ausballaudern. Ja gut. Okay, sollte reichen. Mal gucken. Yay! Okay, auch diese Stage wäre geschafft. Der ist geil, aber ganz am Ende, Leute, brauche ich den nicht. Allerdings, wenn der mal wiederkommt, läuft's gut. Mal schauen. Nimm den Koboldopfer, kriegt die Fuß aus zu 53 Schaden? Ja, klingt ganz nett. Aber mit dem Transzendent-Kobold war das leider nichts. Ich kann auch zwei Entfernen und zwei Einheiten verbessern. Oder ich verbessere Zauber. Den Fall gehen wir hier lang, da kriegen wir die Glutasche mit. So, ich denke, für die haben wir jetzt keine Verwendung mehr. Verbündete Einheiten erhalten Erlöschen, wenn 5 Rüstung auf die vordere verbündete Einheit an. Ja. Das wäre schön, wenn wir das beides hätten. Das brauchen wir jetzt nicht mehr. Wir nehmen das. Ich hoffe, dass wir unseren Starken dadurch ein bisschen besser am Leben halten können. Vielleicht können wir noch so besser. Eine Einheit plus ein Ausbrennen und plus 5 plus 5. Ja, irgendeiner von euch. Plus 10 Angriff ist am besten für dich. Puh, okay, mal schauen. Ich habe kein so gutes Gefühl, muss ich gestehen. Aber das heißt ja nicht, dass wir es nicht schaffen. Wir sind ja auch schon so weit gekommen. So, der hat nur 8 HP. Ja. Ach, ich hab mich mit dem Kampf getauscht. Puh, spannend, spannend, spannend.
Okay, mal gucken. Wenn der 48 Schaden kriegt, bleibt er bei 49. Kann ich also eh nichts dran ändern. Lohnt sich nicht zu diskutieren, mach auf dich. So, 14, das heißt, bei dem bringt es was. Achso, wegen seiner Scheißfähigkeit, alles klar. So, damit dürfte er weit genug sterben. Und dich kann man auch noch unterbinden. Okay. Das ist ja wohl kein Problem. Bam. Problem ist am ehesten, ich blicke nicht mehr so ganz durch, was hier passiert, aber ich finde das ehrlich gesagt auch irgendwie cool. Finde ich geil durch diese ganzen Wachsereinheiten. Ich habe so viel, was hier quasi einfach irgendwie dann ausbrennt. Zum Glück habe ich nur eine ganze Line an Death, also weiß ich gar nicht, was ich mit machen soll. Ehrlich gesagt, sieht das voll geil aus, also so gut ist noch nie gelaufen mit dem. Der hier, zack. Der ist ein Effekt getan, ich brauche ihn nicht mehr. Ausbauer, zack. Nächstes Zug mit Mana, nehmen wir. Okay. Habe irgendwas verpasst, aber gut. Du hier, kriegst mir noch Geld, das ich jetzt zwar nicht mehr brauche, aber das heißt ja nicht, dass ich es nicht nehme.
Ja, und dich? Die brennen gleich aus, also kommst du eher her. So, okay. Mal gucken. So, hier unten wird wahrscheinlich auch gleich irgendwas wegsterben. Okay. Oh wow. Den brauchen wir definitiv nicht mehr. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Ebenso. Ich werde nicht genug Schaden reinkriegen vorher, deswegen so. Bist du schon endlos? Dann wirst du es jetzt. So, zwei Plätze. Gibt es was Sinnvolles zu reformieren? Ja, gibt es. Gut, denn vielleicht kommt er ja dann automatisch wieder. Mal gucken. So. Ich bin recht optimistisch, dass wir das Party jetzt machen. Ey, der hat über 300 HP mittlerweile. Ich habe das nicht mal mitgekriegt, weil es so sehr im Plan war. Ja, okay. Ich glaube, wir rocken. Nee, dreimal war der Schritt. Wir rocken den. Ich auf dieser Ebene. Geil. Geschafft auf der ersten Ebene auch mal. Yeah, das ist mein erster richtiger Sieg mit den Schmelzen. Hat diesmal super gut geklappt. Erste Mal, wie gesagt, voll geil. Tididim. Yeah. Gut, das war doch mal ein geiler Durchlauf. Trotz eigentlich relativ schlechten Artefakten. Zack, das gibt Achievements. Cool. Damit sind wir auch hier auf dem Max-Level. Entferne alle Ausbrenn- und Debuff-Effekte von einer Einheit. Ja, wenn man darauf spielt, ist okay. Gehen wir nochmal weiter zur nächsten Übersicht. Geil, okay. Damit haben wir jetzt also alle fünf durch. Ob es jemals irgendwie eine, ja, was weiß ich, eine andere DLC gibt, wo neue dazukommen, kann ich nicht sagen. Die verschiedenen Taktiken zu zeigen, gibt es jetzt nicht so viel, wie ihr vielleicht schon gesehen habt. Also man ist da schon relativ eingeschränkt, aber wenn, dann innerhalb dieser ziemlich geil. Und ich hoffe, es hat euch sehr gefallen, hat Spaß gemacht und würde mich freuen, wenn wir uns vielleicht bei irgendeinem anderen Spiel oder einem anderen Video wiedersehen. Ein Daumen hoch oder ein netter Kommentar würde mir sehr helfen. Abonnieren ist natürlich auch immer eine tolle Sache, denn das ist ja das, wonach YouTube auch geht. Ich verabschiede mich auf jeden Fall, bis zum nächsten Mal, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und mögen euch die Gaming-Götter hold sein. Tschüss!